Attention, please. Attention, please. Ich erzähl euch heute eine Story über einen Jungen namens Max, der in jungen Jahren auf den Unterricht verpasst. Schule ist ihm scheißegal, denn zu Hause gibt es Krach. Seine Eltern schreiten ständig und die Scheiße hat er langsam satt. Er lenkt sich ab wie sein Vater durch den Schnaps. Nachts hört er sie streiten und kurz darauf, wie es klatscht. Max muss betäuben, was er denkt und was er fühlt, wovon er aber keinem etwas sagt. Deshalb braucht er dieses Dope in jeder Nacht und hält sich wach mit Kokain und Hasch. Und anstatt darüber zu reden, lernt er zu leben mit der Last. Er versucht sich zu erinnern, was es Gutes gibt, doch er findet nichts, lediglich nur sich wieder. Wie er am Marktplatz eine Tüte kifft und 4 Wodka-Mischen aus der Dose trinkt. Tut mir leid, mein Sohn, ich hab leider keine Zeit für dich, sagt ihm seine Mama, während sie weint am Küchentisch. Sie will nicht wissen, warum er ständig nur am Boden ist. Er hat zu mir gesagt, es geht ihm gut und es passiert ihm nichts, was wie jeder weiß gelogen ist. Also besser hör zu, denn ich erzähl dir die Geschichte von Max aus der Oberschicht. Attention, please. Du kannst alles schaffen, solange du daran glaubst, dass du es schaffst. Halt dich fern von der Dunkelheit der Nacht und bleib gerade. Ansonsten endest du wie Max. Probleme ignorieren und so tun, als wäre nichts. Das hat noch keiner geschafft. Voran kommt nur der, wer dem Leben Beine macht. Voran kommt nur der, wer dem Leben Beine macht. Mittlerweile ist er 23 Jahre alt und rutschte knapp vorbei an 3 Jahren Strafanstalt. Von zu Hause war er ausgezogen, seit Papa gestorben war an einem Schlaganfall. Denn Mama will keinen Sohn, der sich über Wasser halten muss mit der Bandarbeit. Er kämpft jetzt ganz allein gegen einen unbekannten, unbenannten Feind. Er wacht eines Morgens auf und fühlt sich scheiße, so wie jeden Tag. Neben seinem Grinder liegt der 10er parat. Nach einer Runde GTA, das er klaute aus dem Mediamarkt, geht es raus. Max macht das Tijara mit weißen Pulverknollen oder miesem Harz. Er weiß, er zieht seine Runden nicht allein in diesem Haifischbecken. Da fällt ihm ein, er hat vergessen, sein Klappmesser mit einzustecken. So ein Scheiß. Der Kunde diskutiert, er will mehr als er bezahlt hat. Und mit seinen Freunden ist er zu viert. Es folgt ein Faustkampf, la Battle ohne Ausgang. Der eine zieht ein Messer und nach 7 Stichen liegt Max blutend an der Hauswand. Was für ein Einstieg in das Leben und was für ein trauriger Ausgang. Attention, please. Du kannst alles schaffen, solange du daran glaubst, dass du es schaffst. Halt dich fern von der Dunkelheit der Nacht und bleib gerade. Ansonsten endest du wie Max. Probleme ignorieren und so tun, als wäre nichts. Das hat noch keiner geschafft. Voran kommt nur der, wer dem Leben Beine macht. Voran kommt nur der, wer dem Leben Beine macht.